Closing Argument. Können wir nochmal erklärt bekommen für Andy? Ich hab auch keine Ahnung. Nach jedem Case wird nämlich ein Closing Argument passieren. Dort werden wir nämlich alles nochmal Revue passieren lassen und alles nochmal zusammensetzen in einem Comicbook. Also wir kriegen ein Comicbook und da fehlen Pieces, die wir selber halt einsetzen müssen mit den Truth Panels, die wir hier bekommen. Wir werden das jetzt gleich zusammen machen. Das ist eigentlich der spaßigste Part. Ich krieg noch einen Hinweis. Nein. Also, was passiert? Was passierte zuerst? Also, der Brief. Wo ist er? Warte, wie können wir nochmal durchgehen? Okay. Von links nach rechts müssen wir. Wir müssen von links nach rechts. Von rechts nach links. Das ist japanisch. Ja. Warte, das muss hier hin. Sie greift an, das Schwert ist dort. Erstmal an Anfang. Nein, das ist falsch. So. Ja, und danach so Dodge. Ja. Warte mal, das heißt, das ist der Anfang. Ja. Richtig. Weiter links. So. Sie hat ihren Arm gebrochen bekommen. Das Messer fallen lassen. Lässt das Messer fallen. Akt 2, sie rennt ins Badezimmer, er kriegt es nicht auf. Das Badezimmer und schreibt die Notiz. Nein, noch nicht. Nein, das kommt dann nicht, glaube ich. Doch. Ah, nee, dann. Wieso? Das kommt später. Ja, natürlich. Er muss ja die Tür irgendwie aufbekommen haben. Und okay. Dann. Ah, ja. Schreibt sie die Notiz, warte mal. Hä, aber was mit dem Schwert? Es können auch falsche Informationen, maybe, sein, keine Ahnung. Achso, okay, ja, dann mach erstmal das da, dann die Notiz. Ja, sie wurde erstochen, dann kam. Warte. Doch, zu dem Zeitpunkt war das Buch schon da. Nee, das muss da sein. Doch, ja. Das muss jetzt sein. Ja. So, Akt 3. Jo. Er. Greift das Puzzle-Ding. Ganz rechts. Jo. Weiter nach links. Geht hier hin, nimmt sich die Kugel. Warf sie, traf, nahm sich das, warf es rein und ein Stück blieb übrig. Die Entschuld. So, wir kommen zum Finale. Also, wir gehen jetzt nochmal einfach alles ein bisschen durch, von Anfang bis Ende. Auch zu euch, ihr gerade zuschaut, weil ihr schaut bestimmt alle zu. Creek! Slam! Doom! Sorry. Letzte Nacht, der Killer ging zum Raum, wo Sayaka drin war. In anderen Worten, mein Raum. Von dem, was ihr sagen könnt, Sayaka hat diese Person eingeladen, weil sie vorhatte, sie umzubringen. Was ist? Diese Musik zu hören. Ja, Bro, wir wollten langsam fertig werden. Euch Zuschauer. Ja, jetzt kann es weitergehen. Diese geile Musik highlighten. Sie attackierte ihn mit dem Messer, welches sie vorher aus der Küche geholt hatte. Aber dann passiert etwas, auf das sie sich nicht vorbereitet hatte. Die Person schnappte sich das Fake-Schwert in meinem Raum und flog zurück. Ja, ich habe aber sogar gesagt, das Schwert mit. Sie hat sich selbst umgebracht. Ja. Es ergibt auch Sinn, dass er so gut schlagen kann. Während der Schlag vom der Schlag zerstörte Sayakas rechtes Handgelenk. Okay. Andersrum. Das muss dahin. Okay. Ja. Warte, schau noch mal. Gibt's noch irgendwelche anderen Sachen? Ja, muss. And that's when she lost her grip on the kitchen knife.
Und das ist, wie sie ihr Messer verlor. Finding yourself cornered, Sayaka panicked and ran into the bathroom. Während Sayaka sich bedrängt gefühlt hatte, fing sie an zu paniken und rannte ins Badezimmer. The killer went after her, but couldn't get the bathroom door open. Der Killer wollte nach ihr gehen, aber bekam die Tür nicht auf. What they didn't know was that my bathroom door got stuck easily, and there was a trick to opening it. Was sie halt nicht wussten, war, dass die Badezimmertür ein sehr schnell stecken bleiben kann und dass es einen Trick gibt, sie zu öffnen. Sayaka knew about that because I told her, but of course the killer had no way of knowing. Sayaka wusste das, weil ich sie erzählt hatte, aber der Killer hatte keine Ahnung davon. So instead, the killer forced the door open, took the kitchen knife. Also, und deswegen hat der Killer sich einen Weg ins Badezimmer halt erschaffen und nahm sich das Küchenmesser. And stabbed Sayaka. Und damit erstoch er Sayaka. But with what strength she had remaining, Sayaka left a dying message. Aber mit der letzten Kraft, welche ihr übrig blieb, hatte Sayaka eine Todesnachricht geschrieben. Damit dem Killer das nicht auffällt, dass sie das in der Wand hinter ihr geschrieben hatte. Und damit war all ihre Kraft weg. With Sayaka dead, the killer quickly began destroying the evidence. Mit Sayakas Tod begann der Killer jede Art von Beweisen zu zerstören. First they took off their shirt, which was covered in their victim's blood. Zuerst nahmen sie das Shirt, haben das Shirt ausgezogen. Ja, was sag einfach eher. Hatte er das Shirt ausgezogen, was voller Blut war, des Opfers war. Dann haben sie alle Haare entfernt mit dem Fusselroller. Sie wollten. Die wollten alle Beweise zerstören, dass sie überhaupt dort einmal gewesen waren. Afterwards, the killer headed to the trash room to destroy their bloody shirt. Danach ging der Killer zum Müllraum, um das blutige T-Shirt zu zerstören. He tried to burn the shirt using the incinerator there. Er versuchte das Shirt zu zerstören mit der Verbrennungsanlage dort. The trash room was blocked off by an especially sturdy gate, preventing access to the incinerator. Können wir mal überlegen, wie schwer das eigentlich ist? Das ist ein scheiß Tor. Er muss ja zweimal geworfen haben. So präzise, dass er einmal die Glaskugel, die wahrscheinlich... Er muss ja einmal die Glaskugel, die wahrscheinlich gerade so durch dieses Gitter passt, geworfen haben. So akkurat, dass sie durch das Gitter durch, dann noch den Schalter da hinten trifft, den richtigen dann noch. Und danach dasselbe noch mit seinem Shirt. Und das ist ein Shirt. Ein Shirt, ihr wisst, wie Stoff ist. Stoff lässt sich nicht so leicht werfen. Ja. Aber der, also insane. Aber der Müllraum war blockiert. Und besonders durch das Gitter kam er nicht an den Incinerator. So they came up with a plan to use Hero's crystal ball, which he'd left in the laundry room. Also kam er mit dem Plan, Hiros Wahrsagerkugel, welche er in dem, im Laundry Room vergessen hatte, zu nutzen. Der Killer schaffte es, die Bong durch ein kleines Loch in dem Gitter zu werfen und den die Anlage anzumachen. That'd be an impossible throw, but the killer had the confidence to take a shot. Für jede normale Person wäre dieser Wurf unmöglich, aber der Killer hatte das Selbstvertrauen, diesen Wurf zu machen. And that's because the killer
was the ultimate baseball star. Und das ist, warum der Killer der ultimative Baseballstar ist. The crystal ball, thrown with absolute precision, hit the switch on the incinerator. Der Kristallball, geworfen mit absoluter Präzision. Die Kristallbong, geworfen mit absoluter Präzision, traf den Schalter an der Verbrennungsanlage, welche dann anging. Having destroyed the final piece of evidence, they left the area with, I imagine, a sigh of relief. Das letzte Stück an Beweisen zerstört, verließ er das Areal mit, was ich mir vorstellen kann, einen Hauch von Erleichterung. Aber da war eine Sache, welches er vergessen hatte. Part of the shirt they'd thrown into the fire burnt away and fell out of the incinerator. Ein Teil des Shirts, welches er geworfen hatte, brannte sich vom Rest ab und fiel auf den Boden. The killer didn't notice this and so left behind a piece of indisputable evidence. Und so. Der Mikrofon, Donner. Gucken, alles gut, ich bin wieder da. Ja. Der Killer bemerkt es nicht und so beließ er ein Stück Beweise doch noch liegen. Epic Shot. Ist das nicht richtig, Leon? You found it. Es ist nämlich so, dass Heroes ganz simpel seine Kristallbong im Laundry Room vergessen hatte. You went there to try and wash the blood out of your shirt. And that's where you saw it, right? Du bist dorthin gegangen, um das Blut von deinem T-Shirt wegzuwaschen. Und da hast du sie dann gesehen, richtig? Seen the ball, you thought of a way to take care of everything. Den Ball sehend, hast du dir gedacht, you're taking jetzt care of everything. So, Leon, do you object to anything that's been said? Also, Leon, widersprichst du mit irgendetwas, was gerade gesagt wurde? Do I object? Widersprich ich? Hell yes, I object! Of course I do! I object, I object, I object! Natürlich! Natürlich widerspreche ich! Natürlich! Ich widerspreche euch! All of this is just a bunch of stupid theories! You need evidence! Where's the evidence? Ich meine, alles davon ist einfach ein Haufen dummer Theorien. Ihr braucht Beweise. Wo ist der Beweise? Without evidence, it's all bullshit. It's bullshit and I refuse to acknowledge it. Ohne Beweise ist es alles Bullshit. Es ist Bullshit. Nicht ein Kacke. Ich stelle mich dagegen, es zu akzeptieren. Es anzuerkennen. Ja, anzuerkennen. Well then, I guess this is as good a time as any to present the evidence that proves you did it. Okay, dann. Ich glaube, jetzt ist die beste Zeit, die Beweise hervorzubringen, die beweisen, dass du es warst, ja. Makoto, I believe you're in possession of that evidence. Makoto, ich glaube, Makoto, du bist in. Das war scheiße, ich war gerade wieder verwirrt. Ich müde lass mich, du brauchst mir zu lange. Ja. Ich hätte 0,5 Sekunden länger gebraucht. Makoto, ich glaube, du bist. Du hast diese Beweise.
Ich hab die Beweise. Bullet Time Battle, okay. Absolutely. Was ist das? Okay. Das war die Scheiße, die wir am Anfang auswählen konnten. Okay, simply want to hear what you have to say. When this happens... Bullet Time Battle, aka BTB, by the way. Opponent Statements. In... Rhythm Jana, das kriegen wir hin. Rhythm Games! Okay. Right Mouse Button. Okay, also wir spielen besser den Rhythm Game. Ja. Einfach nur Rhythm. Rhythm, Rhythm, Rhythm. Ich dachte, Jana und ich sind müde. Das heißt, wir können es beide nicht machen. Jana muss das vertrauen, dass er es hinkriegt. Jana kriegt das hin. Ja, Jana ist ein Osu-Meister, aber trotzdem. Und dann drückst du irgendwie Sachen. Und dann wird sein Weak Spot auftauchen. Und dann gewinnst du. When the killer removed the screws from the doorknob, they didn't use anything from your room to do it. Als der Mörder die Schrauben von dem Türknopf entfernt hat, hat er nichts aus dem Raum benutzt, um es zu tun. Instead, they must have used something that belonged to them. Stattdessen muss er etwas benutzt haben, das ihm gehört. I refuse to acknowledge you. You're stupid. Stupid, stupid. Dann haben wir das jetzt lesen müssen, aber okay. Ja, ich weiß, da war einfach nur so etwas, um etwas, um. Er hat einfach nur das wiederholt, was Dings gesagt hat, Kyoko. Basically, yes. Refuse. Ich widerspreche. Oder ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere das nicht! Du bist dumm! Ihr seid dumm! Ihr seid dumm! 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 Baka, baka! Stupid, 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 stupid. Ich muss ihm jetzt meine Beweise zeigen und sagen, dass Leon der Killer ist. Ich muss es herausfinden. Es beginnt. Rhythm, 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 rhythm. Moment of truth. Der Moment. Where's your proof? You kidding me? Not a chance. It wasn't me. Stupid. You lie. Stop talking. Shut up. Where's your proof? You kidding me? Not a chance. You lie. Shut up. Where's your proof? You kidding me? On fire, Johnny, bist du hot on fire, holy shit. It wasn't me. Shut up. Stupid. You lie. Stop talking. Du hast was. Let's go. Tiger-Kombo! Du erkennst! Oh, ich hab erst später verstanden, wie es funktioniert. Du kannst mit Linksklick deine Kombo aufrechterhalten, musst aber immer einmal zwischendrin Rechtsklick drücken, um eins auszuwählen. Dann kannst du Linksklick drücken, um das dann zu zerstören, beim nächsten. Okay. Hm? Die Schrauben vom Badezimmer-Türknopf wurden entfernt. Ich frage mich, welches Tool der Killer benutzt hat, um es zu entfernen. Andi? Andy? Ja? Ja? Komm. Achso! Junge, ich bin schon halb am Schlafen. Ich merk's. Ich meine, es muss ja der Schraubendreher gewesen sein, richtig? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die Toolkits, die wir bekommen haben, da war in jedem einer dabei. Ist doch. Nein. No, that can't be.
Und es könnte auch nicht einfach der Fingernagel sein. Nein, es könnte kein Fingernagel sein. Unmöglich. Um Schrauben aufzudrehen, Bruder. Das muss das sein, was er genutzt hatte. Es kann nichts anderes sein. Aber das Toolkit in meinem Raum wurde auf keinen Fall benutzt. That's because the culprit didn't know it was your room. They thought they were in Sayaka's room. Das ist, weil Leon dachte, es gäbe nichts in diesem Raum. Also er wusste nicht, dass es dein Raum ist. Er dachte, es ist Sayakas Raum. Die Mädchen haben ja keine Toolkits bekommen, weil die Mädchen sowas brauchen. Nur die Jungs haben Toolkits bekommen. Also es ist nur natürlich, dass der Killer gedacht hätte, in dem Raum sei keins. Okay, then whose Toolkit did the Killer use? Okay, dann. Leons! Wessen Toolkit hat er dann benutzt? Kannst du aufhören, das immer laut zu machen, sondern einfach schnell? Es muss deren eigenes Toolkit gewesen sein. Leon, would you mind showing us your toolkit? If I'm right about this, then... Leon, würdest du dir vielleicht mal dein Toolkit zeigen, wenn ich richtig liege dann? Wird dein Schraubenzieher uns zeigen, dass er einmal benutzt wurde? And if you say that for something else, you'll have to explain exactly when, where and why. Und wenn du es schon woanders mal benutzt hast, dann musst du uns erklären, wann, wo und warum. And let me say this right now. Lass mich jetzt genau sagen. I lost it isn't an excuse at this point. Ich lauter reden. Ist keine Entschuldigung. Okay. Geht leiser als gerade eben. Damn, he lost his mind. Jung! So, you have no rebuttal? Oh, kein Flashback. So, du hast keine Widerrede? Then it would seem we are finished here. Dann sieht es so aus, als ob wir hier fertig wären. Alter, fucking 5 Stunden Aufnahme. Was? Jo, was? Nächster Part wird Gamble. Oh, wir haben einen Achievement bekommen. What's a Mystrial? By the way, war das gerade ein Mindbreak-Hentai? Just saying. Looks like you've reached your verdict. Hentai. Then are we ready to cast our votes? Ey, was ist Verdict? Die Zuhörer haben die eure Entscheidung getroffen. So, dann lasst uns mal das Resultat der Votes anschauen. Nein, dann lasst uns mal voten. Ja. Ihr habt alle einen Hebel vor euch. Benutzt den, um euer Ziel auszuwählen. Oh, just to remind you all. Oh, ihr sollt euch alle dran erinnern. Make triple sure you vote for someone. You wouldn't want to be punished for something so minor, right? Not voting is not an option. Stellt sicher, dass ihr auch wirklich für jemanden votet. Ihr wollt doch nicht gepunished werden, ihr wollt doch nicht bestraft werden, nur weil ihr für niemanden abgestimmt habt, oder? Not voting is not an option. Ja, das haben wir gemerkt. Okay, then let's get excited! Okay, dann lasst uns den Spaß beginnen! Who will be chosen as the blackened? Will you make the right choice? Or the dreadfully wrong one? So, wer wird denn als Täter ausgewählt? Werdet ihr die richtige Entscheidung treffen? Oder die komplett falsche? What's it gonna be? What's it gonna be?
wird es sein? Was wird es sein? Jetzt soll sie von nicht zu sagen, was soll das sein? What you gonna do? What you gonna do when I come from? Nein, ich schätze sie von nicht zu sagen, was könnte es sein? Was könnte es Biene? Was könnte es sein? Was könnte es Biene? Ich bestäube dich! Monokuma Vought. Monokuma Vought. Wer wird es sein? Es ist Leon und er ist Genji, yes boys! We Leon! And now? Ha, sieht so aus, als wenn ihr richtig gelegen würdet. Der Täter, der Sayaka umgebracht hat, war niemand anderes als Leon Kuwata. Punkt, Punkt, Punkt. Huh? Hey, hold on. Warte mal kurz. Leon, hast du wirklich Sayaka umgebracht? Ich glaube es nicht. You son of a bitch! Nein, Leon, was zur Hölle fällt dir eigentlich ein? Was ist los mit dir? I didn't have a choice. Was auch. Du flüsterst immer, was soll ich? Ja, gut, aber er ist in dem Fall jetzt. Er ist auch komplett am Arsch jetzt. Es war töten oder getötet werden. So, that's why. Und deswegen habe ich sie als erstes umgebracht. None of you are any different! Niemand von euch ist irgendwie anders. Ein falscher Schritt. Und ihr werdet alle genau dort gelandet. Es war nur eine Chance, dass ich die Person sein würde. I was just unlucky. That's all. Ich hatte einfach Pech. Das ist alles. Hey, come on! Hey, kommt schon. Erwarte hier, dass ich einfach meinen Tod akzeptiere. Alles wurde klar. Die Entscheidung war richtig. Aber wenn wir darüber nachdenken, irgendwie finde ich es, wäre es besser, wenn wir falsch gelegen hätten. Weil wenn das, was wir uns ausgedacht haben, also worauf wir kamen, wirklich die Wahrheit ist, dann ist die Wahrheit, dass Sayaka versucht hat, mich dazu zu bekommen. Aber auch wenn das wahr ist, ich kann nicht sagen, sie lag falsch. Jedenfalls weil das Mastermind. Es ist alles wegen diesem Video. Ja. Sure. Ich konnte nicht damit umgehen, was ich gesehen habe. Wenn ich sie gewesen wäre und das Video wirklich etwas mit mir zu tun hätte, ich hätte mir das nicht mehr vorstellen können. Jetzt sind wir hier eingesperrt, mit keinem Weg raus. Die warten bestimmt auf mich. Why? Ich kann nicht mir erlauben, hier drin festzustecken. Ganz kurz. Ich finde, Makoto ist trotzdem verstorben, aber ihm war es die Familie, die entführt wurde. Bei ihr sind ja ihre Idol Group und so, aber bei ihm war es die Familie. Das Einzige, was... Genau das Gleiche.
Das Einzige, was noch wichtiger war als alles andere, ihre Träume, ihre Freunde. Sehen, wie so etwas ihnen passiert. Und circa. Ich tue alles, was ich kann, um meine Träume zu erreichen. Ich meine, auch wenn es so manche Dinge gibt, die nicht so sympathisch sind. Die nicht so schön sind, ja. Er ist sympathisch, das haben wir auch gestern im Englischunterricht. Aber egal. Aber sympathisch in dem Sinne ist irgendwie so, Ja. Das ist, warum Sayaka ihre Freunde, für die ihre Freunde, die ihr so viel bedeutet haben, das ist, warum sie mich hintergangen hat. Da, also, und als sie dann gesagt hatte, no matter what happens, please always be there for me. I need you on my side. Egal was passiert, bitte bleib bei, bleib an meiner Seite. Sie hat mich angelogen und damit begann es. Sie hat mich nur genutzt. Ist es das, warum sie überhaupt mit mir angefangen hat zu reden? Ich werde es nicht herausfinden. Weil es nichts gibt, was ich sie jetzt noch fragen kann. So, sobald du einmal tot bist, ist vorbei. Boy, howdy, die Entertainment, was ist Entertainment nochmal? Unterhaltungsbranche. Die Unterhaltungsbranche muss wirklich erschüttert sein, hä? Da war ich kurz weg. Ich hoffe, man, ich war noch. Ich meine, jemanden umzubringen, einfach nur wegen paar, Freundschaften oder Beziehungen. Babam. Sie hat ja von außen so lieb und so liebenswürdig gewirkt, aber von innen war sie genau das Gegenteil. Sie war die pure Madness. Was hast du gesagt? Ich verstehe, wirklich, ich verstehe. Japp. Du bist ein unfassbarer Verzweifler. Du bist ein unfassbarer Verzweiflung, dank Sayakas, Verrat, richtig? Compassion in the... Nee, Digga, ich hasse schon wieder. Compassion ist ja... Oh, ich bin zu müde dafür, die Scheiße. Compassion ist... Lassen wir das raus. Dreck Compassion. Compassion, bla bla bla, Liebe! Intimität. Intimität. Warmherzigkeit. Warmherzigkeit, danke. Warmherzigkeit, Liebe. Nein, ich meine Compassion ist Warmherzigkeit. Also Warmherzigkeit, Intimität, Liebe... die Stärke dieser Gefühle, Intimität die Stärke war der Verzweiflung. Ja, hab ich doch gesagt. Was? Die Stärke dieser Verzweiflung, wenn sie kollabiert. Nee, wenn sie zusammenbricht. Komm, hör auf uns zu verarschen, das ist alles deine Schuld. Sayaka wurde fast schon genötigt dazu, sowas zu tun. Alles davon. Alles. Es ist alles deine Schuld. Plötzlich in aller Eile habe ich alles auf Monokuma geschoben. Aber... That's enough. Ich glaube, er hat Monokuma angegriffen. Das reicht hier. Das war nicht gut, man wollte hier. So wütend wie ich war, hatte Kyoko noch rechtzeitig geschafft, mich aufzuhalten.
Ihr Griff war wie Eisen, stark, aber... Und es hat, es war sehr stark und... Calm down. Ja. Ich muss nicht niesen, warum? Ah, oh, scheiße. Ah, sorry. Wenn du wirklich willst, dass deine Feinde bezahlen für das, was sie getan haben, musst du es für jetzt erstmal loslassen. Dort. Verdammt! Babam, babam! Das war knapp. Ich dachte wirklich, für einen kurzen Moment, du würdest mir jetzt einen guten Schlag verpassen. Du bist gerade so deiner Bestrafung davon gekommen. Gerade so. Yes, indeed. So, weil er so, so gut den Killer Identität des Killers aufgedeckt hat im Class Trial. Wird nun der Täter Leon Kuwata seine Strafe kriegen. Punishment?